Hilfe! Mach die Rettung! Hilfe! Was muss ich jetzt machen? Den U-Bahn-Fahrsimulator, den gibt es seit 2016. Also Anfang 2016 haben wir begonnen, damit zu schulen. Der Simulator ist schon sehr realistisch. Ja. Also er ist natürlich nicht hundertprozentig echt, aber er ist hundertprozentig realistisch. Ja. So kann man das sagen. Wir können verschiedene Tageszeiten simulieren. Also wir können in der Nacht fahren, wir können das Wetter beeinflussen, wir können irrsinnig viele Störungen einspielen, wir können auch den Haftzustand zwischen Schiene und Zug verändern, dass man sieht, was passiert, wenn der Schienenzustand nicht so gut ist. Ich glaube, dass das eine gute Vorbereitung ist fürs Leben draußen, für die echte U-Bahn. Und ja, die Wiener Linien haben da keine Kosten und Mühen gescheut. Diese zwei Simulatoren kosten 3 Millionen Euro und da steckt schon was dahinter. Also man hat da was bekommen für dieses viele Geld. Ja. Wir brauchen nicht mehr auf dem Echtsystem trainieren. Das heißt, wir stören auch die Fahrgäste nicht und können da wirklich ohne anderen Abteilungen unsere Übungen durchführen, so wie wir sie brauchen, wie wir sie für richtig erachten und können auch Störungen simulieren, die nicht gut wären, wenn wir das in Wirklichkeit machen würden. Ja. Wie zum Beispiel? Ein brennender Zug zum Beispiel. Also wird, glaube ich, nicht gut kommen, wenn man einen Zug anzündet und dann sagt, was machen wir jetzt nicht? Wie? Achso, ja, zwei Meter. Hier auf der Straße. Wir haben da drüben so einen Bildschirm, wo man lesen kann. Hilfe! Ich brauche die Rettung! Hilfe! Was muss ich jetzt machen? Grundsätzlich schauen wir immer, dass wir die Station erreichen können. Frisch, was auch immer passiert. Da kann ich jetzt aber gar nicht, ne? Ja, oft ist das ein Problem im Leben. Gut, dort wo es piepst, das kann man mit OK quittieren, dann kann man es lesen und das Piepsen hört auf. Dann ist man nicht so nervös. Ja, einmal auf OK drücken. Okay. Hilfe! Da brennt's. Was soll er machen? Kann ich aussteigen? Muss ich noch für Ihre fahren? Na, können wir fahren? Haben wir Sollwert? Nein, kann ich nicht. Was mache ich jetzt? Okay, drucken, es piepst schon wieder. Oh Gott.